Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bowser's Fury. Mittlerweile sind wir ja bei Folge 10 angekommen. Und uns fehlen bloß noch 10 Insignien. Und ich würde das Spiel auch gerne langsam beenden. Es macht unheimlich viel Spaß, gar keine Frage. Aber alles Gute muss auch mal ein Ende haben. So, aber uns fehlen dann noch ein paar Tots. Mir fehlt hier immer noch ein Stück von dieser Katzeninsignie. Und im Allgemeinen fehlen uns noch 10. So, dann werden wir dem jungen Pilz mal da unten helfen. Mach dich mal da runter, Bowser Junior. Bam, dankeschön. Ach, guck an, wir kriegen da sogar gleich einen. Jetzt fehlt uns nur noch einer. Sollte nur noch einer sein. So. Und was mich unheimlich interessiert, was ist der Unterschied zwischen der Katzenglocke und dem roten Katzenglöckchen? Weil ich mache doch jetzt nichts anderes. Ich kann jetzt nichts anderes. Außer, dass die Katzen noch mehr auf mich abhauen. Möchte die Miezen stehen auf mich. Nein, Spaß. So, ich habe das letzte Katzeninsignienstück gefunden. Und zwar brauchen wir dazu Katzen-Mario. Ein bisschen fies versteckt, aber es ist okay. Und ich hätte ja auch einfach mal hier sitzen bleiben können, dann hätte ich schon längst entdeckt. Aber naja. Ich war mir unsicher, ob man hier durchkommt. Man hat es aber auch nirgendwo gesehen. So. Hätten wir das vollständig. So, damit ist auch der Leuchtturm komplett. Ich finde es sehr gut. 92. So. Dann wollen wir doch mal mit einem großen Sprung. Ich hoffe, ich schaffe das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hatte ich etwas Angst. Nach den restlichen Suchen. So. Also mit dem großen Sprung. So, Schmusekatzensee. Na, dann wollen wir uns mal rüberwerfen. Gucken wir mal. Ah ja. Gut, dann holen wir uns das hier auch noch. So. Einmal hoch hier. Jetzt gucken wir mal. Oh Gott. Ob wir das noch schaffen zeitlich? Klar, das schaffen wir, hä? Das haben die alles so einkalkuliert. Jawohl, wir haben es geschafft. Und. Ja. 93. Wir lassen heute natürlich die letzten Insignien strahlen. Und dann werden wir uns nochmal Bowser stellen. Wo ist der Gute eigentlich? Was macht der gerade? Ah, der kommt schon. Gut. Da werden wir uns schnell zu einer weiteren Insignie begegnen. Zum Beispiel hier. Das ist dann immer die Frage, wo taucht die Glücksinsel aus? Weil da haben wir ja auch noch drei. Hier drüben ist zum Beispiel auch noch was. Muss man nochmal schnell gucken. Plessy? 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 Wo ist mein gutes Mädchen? Bist du hier? Kommst du? So, schnell gucken. Und zwar müssen wir da hoch. Die Frage ist natürlich, komme ich da rüber? Aber ich werde jetzt erstmal schnell die Glücksinsel suchen. Da ist er erschienen. Boah, da hat das Spiel etwas zu tun. Aua, na ach, das war ja... So, ah, dreimal muss ein Bowser noch erscheinen. Dreimal brauchen wir den guten noch.
hat nicht mehr viel Energie, aber ich weiß nicht, ob ich das mit den restlichen Insignien noch schaffe. Ist halt die Frage, aber ich denke mal, da wird jetzt nichts Großartiges passieren, aber hier ist was. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Bowser. Ich hab's gesehen. So. Hier ist auch noch was. Warte mal, warte mal, warte mal. Da muss ich ja da rum. Nee, ich gehe hier hin. Hier hin? An. Wir sind hier noch nicht mal fertig. Wir brauchen noch den Schlüssel. Oh nee, ich will keinen Schlüssel holen. Ich will keinen Schlüssel holen. Ich hasse diese Insel. Gibt's hier ein? Ja, gibt's. Erstmal Bombe weg. Oh, seht ihr, das fängt schon wieder gut an hier. Huhu, huhu. Wo ist der Schlüssel? Warum? Warum muss ich einen Schlüssel holen? Warum? Ist der eventuell da drin? Ne? Schlüssel? Nee, Tatsache, kein Schlüssel. Die Kamerasteuerung ist auch so mega eklig hier oben. Nee, ne? Ich probiere ja vieles auch, aber nicht mit Bowser hier jetzt hochrennen. Genau, ich habe ihn gefunden. Also erstmal einen Plan machen. Komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffst du, Mario. Ja. Loslassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schnell reinstecken. Ja, ja, ja. Ach, wir brauchen die Insel nie wieder betreten. Das ist natürlich doof. Jetzt ist Bowser da. Wir hätten die Glücksinsel machen können. Und wenn man sie zum Schluss holen, mir egal. Aber mich würde es echt interessieren, was passiert denn, wenn wir dem so jetzt komplett die letzte Energie abziehen? Hm. Wer weiß, wer weiß. Die Insel müssen wir nie wieder betreten. Nie wieder. Gibt nur noch 5. So, okay, dann einmal hier rum. Okay, Bowser lässt sich Zeit. Wie komme ich darüber? Verdammt! Wie soll ich darüber kommen? Und hier oben ist ja zum Beispiel auch noch. Komm mal da wenigstens rein. Das kannte Röllchen. Ja, da bin ich ja echt froh, dass wir Tanuki Mario hatten, dass wir da ohne Probleme den Schlüssel bringen konnten. Oh, Item. Gut, gut, gut. Hier ist ja eine Plattform, hä? Ah ja. Bowser, kommst du? Ich weiß nicht, zählt das für Bowser? Nee, ne, ich glaube die Röhre nicht.
Na, dann wollen wir mal losrennen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, Papa. Ach, was. Oh, nein. Boah, Glück gehabt. Ich springe nicht so weit. Bam. So, also die Insignie können wir uns holen, weil die kriegt Bowser garantiert nicht ab. Kühne Klopperei in den Wolken. Nur noch vier. Tiere, dann sind wir fertig. So, wo hätten wir denn jetzt noch welche? Hier drüben. Dann hätten wir eine Glücksinsel mit zwei. Drei. Und vier. Zwei, drei. Vier. So, gehen wir mal nach dem... nach dem Rätsel hier gucken. Oder wir warten auf Bowser. Ja, entweder ist dieses wieder so eine Plessy-Medaille. Ach, guck mal gleich. Jetzt müssen wir Ausschau halten, wo diese Glücksinsel erscheint. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. Viertes Katzeninsignia, yeah! Ach, ah, siehst du, das sind gut nochmal Viere. Ja, es funktioniert, es funktioniert. Wir kommen hier rüber. Wir können. Oh Gott, was auch immer gerade passiert ist, aber. Also wir können wirklich nur mit Bowser hier rüber. Aber mir fehlt immer noch ein Tod. Wo finde ich den Tod? Vielleicht wieder mal irgendetwas, was du nur mit... Aha, aha. Ah, was habe ich... Was ist das? Eine Erhöhung. Eine Plattform, auf der man landen kann. Aber nur mit solchen Blocken. Blocken. Na, ich setze so ein Ding auf. Mario! Ach nee, na guck mal einer an. Mal einer an. Wen haben wir denn da gefunden? Den Toddy. Verschanzt unter der Schanze. Ach, ist es euer Ernst? So, jetzt bin ich aber natürlich gespannt, was wir bekommen. Ah, jetzt kommt Bowser gerade, wa? Na gut, dann holen wir uns schnell die 100. Insignie, meine Freunde. Und dann wird's Bowser wahrscheinlich wissen. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wie wir da hochkommen. Hilfe! So, wo ist die Insel? Da drüben. Gott, 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 Gott. Jawohl, wir haben sie. Leute, wir haben alle 100 Katzeninsignien gefunden. Gefangen, wollte ich gerade sagen. Und Bowser hat immer noch für zwei Insignien Platz, denke ich. Für zwei hätte er noch Platz.
Aber jetzt gehen wir erstmal rüber zu Toilette. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Dadurch, oder dafür, dass wir alle ihre Freunde gefunden haben. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Katzeninsignien gesammelt. Es ertönt eine Nachricht von der Giga-Glocke. Du bist bereit. Nun geh und setz die geballte Macht der Katzeninsignien ein, um das Monster von seiner Wut zu befreien. Ja, sofort. Darf ich erst noch vorher das hier machen? Ich kann nicht warpen? Ich kann nicht mehr warpen? Ach du Heiliger, jetzt muss ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Holy shit, was hat der für Haare? Oh, ich wollte doch nur zu Toadette. Oh Gott. Verdammter Mist, was ist mit Bowser los? Oh, das war knapp. Das war jetzt richtig knapp. Wo ist das Schiff? Wo haben wir das Schiff abgestellt? Boah. Hilfe! Nicht immer vor mir. Nimm doch mal die Floskeln hoch, Junge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, siehst du, die sagen jetzt nichts mehr. Die haben jetzt nur noch Angst. Und diese Angst müssen wir ihnen nehmen. Indem wir uns jetzt Bowser stellen. Ein für alle Mal. Ihn besiegen. Plessy ist aber auch ein freundliches Mädchen, das sie da hinten so schön rumtabbelt. Komm, ab zur Katzenglocke. Der letzte Kampf. Oh. Was? Was war das denn? Die ganze Switch bricht gerade ein. es tut mir sehr leid, aber hat sogar die Switch damit zu tun. Bei so viel Hackmeck, Hektik und oh, Wahnsinn. So, okay. Na, dann wollen wir mal. Schauen wir mal. Machen wir mal Musik ein bisschen lauter. Mhm. Holy shit, was mit Bowser? Oh Gott. Ich gehe hier rein. So. Kannst du machen, was willst du? Und ja, zartner Sprung und Mist. Das war jetzt doof. Das war doof. Das gebe ich zu. Musik endlos episch. Bam, damit hast du nicht gerechnet, wa? Geht das gleich nochmal? Jawoll. Tja, mit seinen eigenen Waffen schlagen. Dieses Sprichwort gibt's nicht umsonst, Bowser. Also langsam müsstest du ja lernen daraus. Oh. Etwas zu weit geschmissen, würde ich sagen. Was kann man mit diesen Kugeln machen? Kann man die eventuell fangen? Das würde ich gerne ausprobieren, aber erstmal müssen wir vor seiner Flammenattacke uns in Acht nehmen.
Bist du fertig? Oh Gott. Das lasse ich doch jetzt nicht... Nein! Ich wollte gerade sagen, das lasse ich doch jetzt nicht mehr los. So, da hinten haben wir eine Glocke, die holen wir uns mal. Ja, feuer deine Raketen ab, das ist mir ganz... Dein Ernst? Ich wollte gerade sagen, das ist mir sehr gleich. Getroffen. Der war aber wirklich sehr gut. Alter, so... So geil. Bam! Genau ins Gesicht und bam! Schön. Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Ja, 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 ist okay, ist okay, ist okay. Ah, ich habe das nicht mit Absicht getan. Wo sind die Katzenglocken? Ey. Und ey, ich glaube, weil ich auf der Insel gelandet bin, hat mir das gerade echt den Hintern gerettet. Ich will eine Katze sein. Wo sind die Glocken? Gibt keine mehr. Dachtest du, das funktioniert? Und tschüss, Bowser. Oh, war geil. Hat Spaß gemacht. War sehr, sehr geil. Widerlich. Widerlich. So, kommt jetzt noch mal der andere Kampf. Oh, warte mal, kann ich... Hallo? Ja, war so. War so richtig. Okay. Gut. Das war nervig. Das weiß ich noch. Das war extrem nervig. Jawohl. Also geil gemacht. Kannst du echt nicht meckern. Na, das... Das ist wie immer extrem Mist. Ah, verdammt! Junge! Wie sollst denn du? Nee, also ganz ehrlich, Bowser, das... Nee. Oh, nee! Ja, ist... Ich wollte gerade sagen, ey. Gut, ich habe jetzt verstanden, wie man dem Feuer ausweichen kann, aber. Nein, ey. Verdammt, die war zu spät bei mir, die Glocke. Ja, na. Echt ärgerlich, ey. Oh, jetzt spuckt er Feuerbälle.
Aber kein Problem. Den sind wir ausgewichen. Verdammt. Boah, na toll. Ja, aber... Hä? Den habe ich doch vorhin hier erwischt. Ey, was ist denn jetzt los? Jetzt erwische ich den gar nicht mehr. Was hat denn der jetzt für ein Problem? Jetzt hat sich mein Spiel aufgehangen. Leute, ich sag's euch. Was hätte ich machen sollen? Oh, nee. Ah, das ist jetzt mies. Ach, komm. Na, endlich mal. Ey, wollte schon sagen. Jawoll. Oh, den sind wir aber sehr gut ausgewichen, muss ich sagen. Immer noch? Ja, geil. Ach nee, ich bin clean. ich war echt krass. Wie ich das denn gemacht? Boah. Kam jetzt aber auch alles auf einmal. Der hat aus. Der, was? 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 Der hat abgewehrt. Ja, ist klar. Oh. Spür dies, Bösewicht! Und wieder die Miezen am Start. Ach ja, wie man es kennt. Mario macht einfach immer wieder Spaß. Egal, ob jung, ob alt. Mario kann man immer spielen. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich hatte schon ein Outro, oder? Ich habe das schon mal alles gesagt. Ja, also wie gesagt, das Einzige, was mich halt wirklich sehr gestört hat, war halt zum Schluss dieses über das Wasser surfen und Bowser jagen und... Oh, das...
Oh, es ist... Es war aufregend, es war spannend, aber irgendwie stört's mich auch. Ich mag sowas nicht. Aber das soll jedem selbst überlassen sein. Wenn es zum Spiel dazugehört, dann mache ich es halt natürlich, klar. Ist ja alles selbstverständlich. Sehr, sehr schön. So, und der erste Schritt zu den 100% dieses Spiels haben wir erledigt. Wir haben 100 Katzeninsignien. Und was wird als nächstes kommen? Richtig, wir spielen als nächstes Super Mario 3D World. Und bin echt gespannt. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt will ich aber trotzdem noch mal gucken. Kann ich das überspringen? Könnte ich, aber ich... Lass es mal zur Vervollständigung sichershalber mal durchlaufen. So viel war es ja nicht. Zum Beispiel Mario mit Saiyajin-Frisur. Okay, wie geil ist das denn? Das kommt jetzt, weißt du? Gut, die sagt echt nichts. Ich hätte gedacht, da passiert noch was, aber... Guck dich Bowser an. Ist das knuffig? Toll. Ach, ist Bowser putzig. War das schon immer so? Ja, was könnte man denn jetzt noch machen hier? Ich glaube, das Einzige, was man jetzt noch machen könnte, wären sämtliche Wandgemälde noch gucken. Sich nochmal alles durchforsten oder halt nochmal gegen Bowser kämpfen. Aber das müssen wir nicht machen. Okay, meine Freunde, da würde ich sagen... Dann war's das mit Bowser Fury. Ich bedanke mich unheimlich, dass ihr dabei gewesen wart. Von der ersten bis zur 11. Folge. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. Also, dass es nur 11 Folgen werden. Nicht, dass ihr dabei wart. Versteht sich, oder? Und wie gesagt, wir sehen uns bei Mario 3D World. Und wird, glaube ich, nicht so lange auf sich warten lassen. Dann würde ich sagen, bis dahin. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Bye-bye.